Wir treffen auf Frank, der seine Geschichte erzählt. Damals Firma verloren, Scheidung dadurch gekommen. Das der übliche Werdegang, den jeder irgendwie von uns mitmacht. Entweder Arbeit verloren oder Firma verloren, dann kommt die Scheidung. Genau. Und ja, dann liegst du irgendwann, weil deine Frau ja alles behält, irgendwann auf der Straße. So sieht das ist eine ganz einfache Sache. Was hat eine Firma? Ein Transportunternehmen mit 6 Angestellten damals. Hätte mal 6 LKWs laufen. Fehlende Aufträge, weil die Wirtschaft auch schlechter ging. Wie im Moment ja auch mal wieder. Tja. Dann hatte ich einen großen Kunden, das war die Sanacorp in Hannover. Die haben pleite gemacht, beziehungsweise sind verzogen, die haben nicht pleite gemacht. Damit war ich meinen größten Kunden los. Und dann geht das Schritt für Schritt, ohne dass du es merkst. Die Treppe runter. Zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, merkst du es noch gar nicht. Dann denkst du, ja gut, okay. Können wir ja wegstecken. Können wir wegstecken, irgendwie geht's ja weiter. Aber es geht nicht weiter. Das ist das Problem. Das ist es, ja. Es ist eine Situation, die du selber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wahrnimmst. Dann kommt bei mir das Saufen dazu, was zu dem Zeitpunkt immer noch relativ extrem ist. Ja, da bist du unten. Da verlierst du das Haus, da verlierst du die Familie. Früher hatte ich Freunde ohne Ende, klar. Wir fahren zum Frank, da gehen wir in den Partykeller und feiern ein bisschen. Aber jetzt habe ich den Partykeller nicht mehr, habe auch die Wohnung nicht mehr oder das Haus nicht mehr. Und Ende im Gelände, fertig aus. Aber deine Tochter, die könnte dich doch aufnehmen. Möchtest du in meinem Alter zu meiner Tochter gehen und sagen, bitteschön, mir geht's dreckig? Möchtest du das? Ich nicht. Wie alt ist sie jetzt? 57. Die Tochter ist verheiratet und guten Verhältnis. Ja. Und die Verhältnisse möchte er wohl nicht kaputt machen. Wenn ich da jetzt hingehe, dann bin ich ja der absolute Loser. Ich müsste ja hingehen und bitte machen. Das ist wirklich nicht meine Welt. Und du kriegst selbst noch nicht mehr Hartz IV ohne festen Wohnsitz, den wir ja im Moment alle nicht haben. So sieht das aus. Und in dem Moment kriegst du auch kein Geld mehr. Hartz IV ist das größte Verbrechen, was es nach dem Krieg gab. Dank Herrn Schröder ist das wirklich das größte Verbrechen, was es gab. Ich kann 30 Jahre arbeiten, was ich ja gemacht habe. 35 Jahre. Und du bist nach einem Jahr automatisch Sozialempfänger, der in seinem Leben überhaupt noch nicht gearbeitet hat. Ich werde jetzt zum Wohnungsamt gehen, damit ich heute Nacht hier wieder bleiben kann, weil sonst erfriere ich irgendeine Nacht.